Abschied am offenen Sarg. Chuck Berry aufgebahrt in seiner Heimatstadt St. Louis. Auf seiner letzten Reise dabei seine rote E-Gitarre und sein Markenzeichen, die Kapitänsmütze. Familie und Freunde konnten sich im Pageant Club, wo der Musiker oft auftrat, persönlich verabschieden. Wir werden hier nicht sitzen und traurig sein. Wir werden an Chuck gebührend im Rock'n'Roll-Style erinnern, kündigte der Pfarrer an. A closer walk with thee. Als Gene Simmons, der Bassist der Rockband Kiss, unerwartet sprach, wurde es dann doch noch einmal richtig traurig. Ich kann meine Sonnenbrille nicht absetzen. Ich versuche, meine Tränen zu verbergen. Chuck hat es geschafft, Barrieren zwischen Weißen und Schwarzen abzubauen. Seine Musik hat alle berührt. Schon seit den frühen Morgenstunden standen hunderte Fans Schlange, um ihrem Idol ein letztes Mal nahe zu sein. Er war einer der einflussreichsten Musiker des letzten Jahrhunderts und ein Held hier in St. Louis. Er hat so viele andere Menschen inspiriert und prägt auch heute noch meine Generation. Chuck Berry galt als Vorbild der Beatles und der Stones und etablierte die Gitarre als Soloinstrument. Sein Rockerbe wird in seinen Songs weiterleben. Dafür sorgen die Fans. Someday your name will be